So und willkommen zurück zum ramponiertesten Spiel ever. Nein. Voll gemein, würde das direkt auf die Straße machen. Nein, willkommen zurück zu Transport Fever. So Folge 29 oder sowas dürfte es sein. Wir sehen, das was ich eben sagte mit dem ramponiertesten. Die Straßenbahn, die vergammeln hier. Wir fliegen die nicht ordentlich gut. Nein. Das Ding ist, die Straßenbahnen werden einfach alt. Ja, deswegen haben wir da auch ab und zu diese Probleme. 34 Jahre, ihr seht es hier, läuft, ne? Genau. Ich hatte mal so ein bisschen nachgeguckt, oder ihr hattet ja geschrieben gehabt, ey, den Flughafen kannst du auch aufrüsten, indem du auf das Symbol draufklickst und das dann auswählst. Das werden wir dann auch mal machen. Für 2,14 Millionen werden wir hier einmal diesen Flughafen upgraden. Das war hier dann. Auch so weit sind, dass wir sagen, ja, endlich. Wir haben die Möglichkeit, hier lang zu kommen. Von daher ist das super. Genau, in der letzten Folge ist uns ja, oder in den letzten Folgen, ist uns ja ziemlich was in die Hose gegangen hier. Und zwar sind hier mehr oder weniger unsere Linien baden gegangen aufgrund, ich stau mich hier, weil Zug falsch rum sich dreht. Projekten. Und deswegen ist es ein bisschen blöd gelaufen für uns, aber das ist jetzt hier noch so halbwegs ertragbar. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir irgendwie diese Millionen, die wir ausgegeben haben und Kosten oder durch Wartungen verloren haben, hier wieder reinholen. Ja, irgendwie muss ja der Preis sich hier wieder ausnivellieren. Von daher, ich hoffe, nächstes Jahr wird es positiv alles und dann haben wir hier Ruhe. Ja, 190 von 119, klar. Wir müssen jetzt hier erstmal die Dings leer machen. Was wir dann mal machen können, versuchen, die Map hier so langsam weiter zu vernetzen. Das ist ja leider eins der Dinge, die uns hier noch nicht so gut gelungen sind. Ey, und hier ist der Bahnhof richtig voll. Sie ist 630 müssten es, 608. Da sind welche gestorben, weil Häuser abgegradet wurden. Schaut euch das mal an, wie hoch teilweise die Gebäude schon geworden sind, ne? Okay. Schon nicht schlecht. Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen echt an Städte. Ja, hier sieht man es nochmal, hier bauen sie direkt nochmal aus. Wir müssen ja auch überall Waren hinliefern. Genau, Waren hatten wir auch noch angefangen gehabt. Ich hatte ja die letzten drei Folgen in 1 aufgenommen, weil ich mir dachte, naja, nimmst du eine Folge auf und aus daraus waren 2. Und aus 2 wurden dann, oh, ich habe doch so viel aufgenommen, dass es 3 sind. War vielleicht nicht so genial, alle 3 in 1 aufzunehmen. Und so haben wir halt auch ein bisschen was geschafft, genau. Hier hatten wir dann noch die Flugzeuge als Upgrade passieren lassen. Und ja, es ist einiges passiert. Einiges, wo man stolz drauf sein kann und einiges, wo man denkt, ja, das müssen wir jetzt aber noch stärker ausbauen. Von daher müssen wir da mal schauen, was wir hier noch so hinkriegen. Wir fliegen auch fast alle voll. Ja, die Züge dürfen auch noch was sagen. Alter, wie schnell sich das hier upgradet, ne? Okay, hier dieses eigentliche Zentrum ist relativ flow. Für den Außenbereich ziemlich geil. So, bevor. Was fahrt denn da mit einer Brücke los? Wir haben so viel Verkehr, dass es gar nicht hier durchpasst. Krass. Und hier schauen sich dafür unsere Bahnen auch wieder da, deswegen. Wegen so einem Scheiß. Und die bringen Geld im Normalfall. Zwar gar nicht so wenig. Ach, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, wir gucken uns jetzt erstmal hier die Güterverarbeitung noch an, die wir hier haben. Nachdem wir gesehen haben, das läuft hier. Hatten wir hier eigentlich auch schon den neuen? Ja. Hatten wir auch schon den größeren Zug draufgeschmissen. Mit der E-Lok vor. Das war ja Gott sei Dank einer der ersten, naja, die zweite Linie mit der modernen Lok. Ne, die erste allgemein im Spiel bei uns, diese Linie. Aber halt die zweite Linie, die wir komplett umgerüstet haben und hier ist einfach viel zu viel los. So, da will derzeit keiner hin, weil alle noch wahrscheinlich unterwegs sitzen. Und dann hatten wir hinten, oh, was?
haben wir ihn doch so ein bisschen mehr drauf, als wir verarbeiten können. SG5 ist super, nur die SG3 schafft es nicht, hier wegzufahren. Kriegen wir hier noch irgendwie was? Irgendwie viel SG3? Was sind die denn? Hat noch hier Fahrzeuge schon draufgesetzt? Genau. Vier Stück. Okay. Ist natürlich nicht schlecht. Wie viel, was kommt jetzt? Neuer LKW und Triebwagen. Oh Gott, wir haben kein Geld. Vor allem, wir kriegen hier nichts weg, ne? So, da ich ja hier eben gesehen hatte, dass sie Minus machen, sagen wir jetzt hier einfach mal SG3. Den dann auch einfach mal SG3. Und den dann hier auch vorerst SG3. Dass wir dann hier doch so ein bisschen vielleicht noch Gewinn machen können mit den Fahrzeugen beziehungsweise auf der Linie. Also hier sehen, jo, das läuft. Allgemein, oh, die Flugzeuge machen ziemlich stark Minus. Die ganzen Trams machen derzeit richtig Minus. Puh. Okay, das ist dann echt schwer, hier aus dieser Falle rauszukommen. Aber so viele Tramps haben. Ach, die stehen alle. Deswegen läuft hier nichts. Weil die alle vorlassen. Wir hatten noch aber hier... Nee. Hier hatten wir noch nicht vierspurig ausgebaut. Ach, das ist ja das K4. Okay, ich sag nix. Wir müssten so gesehen eigentlich sagen, jo, wir bauen hier einmal die Linien komplett um. Das Problem ist, wir fahren hier leider jetzt auf einer Hauptstraße. Oder größtenteils auf einer Hauptstraße, die so schön belebt ist, dass wir hier nichts machen können. Vor allem Teile der Autos fahren halt auch außen rum. Das Problem ist, fährt halt kaum einer außen rum, weil sich denkt, ach, innen ist schneller. Wie viel würde denn hier so eine Straße kosten, die einfach mal unten drunter geht? Weiter rum. Millionen. Mit der kleinen und mit der großen. Gar nicht mal so teuer. 2,1 auch. Halt für 6 Spuren, ne? Aber wenn das hier geht. Das wäre echt krass, wenn wir das dann so entlasten könnten, das ganze Gebiet hier. Weil du fährst auf einer Ecke los und schon stehen sie auf der nächsten Seite, ne? Fahren hier rein, drehen hier und wollen sonst wohin. Was tun die? Oh, neue Straßenbahn. Jawoll. Nice. Wie fahren die denn jetzt hier? Hier müssten wir dann dafür vielleicht sorgen, dass wir hier eine Abfahrt runter haben. Dass sich das lohnt, da runter zu fahren. Ja, Lebensdauer hat es erreicht. Wie sieht es eigentlich mit den Zügen hier aus? Wie viel? 17 Jahre, das ist okay.
34, das wird schon wieder eng. Wir können ja mal kurz ins Depot gucken. Was unter anderem der neue Triebwagen kostet. 9,4 Millionen. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn daran so viel wert? 21 Passagiere, wie viel können wir derzeit? 20. Das rechnet sich jetzt auch überhaupt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eh wieder eine Klasse überspringen. Dass wir sagen, ey, cool, läuft. Und wir warten ab. Der wird in der nächsten Zeit scheinbar dann auch mal gefixt oder geupdatet. Müssen wir mal darauf achten. So, hier hinten müssen wir ja sagen, haben wir das mittlerweile hingekriegt, dass da die Autos nicht mehr so wirklich den Stau verursachen. Hier hinten leider nicht. Woher kommen die ganzen Fahrzeuge? Wir müssten mal hier drauf achten. Die fahren hier rum, fahren dann hier rein, fahren dann hier lang, fahren hier hoch und dann darüber. Und ich mir denke, was zum Teufel? So, 3,4 Millionen das Jahr, davor das. Ist okay. Können leider auch nichts machen, oder? So. Na, schade. Ich wollte gerade sagen, lasst mal kurz vor Monatsende nochmal Geld aufnehmen, dass wir diesen Tunnel hier bauen können. Dass wir hier das provisorisch überdecken, weil 300.000 auf jeder Linie ist ein bisschen viel. Und auf der Linie ist es genau dasselbe. Aber hier verstehe ich das nicht, wieso die hier so viel Minus machen. Oder es sind einfach zu viele, das könnte ja auch sein. So. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal hier. Kurz 2,5 Millionen aufnehmen. Oder 2,4 Millionen dürften ja auch reichen. Das war dann hier erstmal. Sagen können, hey, guten Tag, ich hätte gerne einen Tunnel. Das ist sogar weniger als angenommen. Werden wir das hier so in einer Art Ring umbauen, einfach. Hey. Ich würde gerne hier schon so ein bisschen das machen. Warte mal, was kostet denn das hier? So. Wenn ich jetzt hier sage, guten Tag. Was kostet denn das hier? 100.000, okay. Haben wir. Gehen wir hier das so ein bisschen das Ding ein. So. Dann sind wir erstmal hier. Oh. Ja, 2,16 Millionen haben wir jetzt ausgegeben. Ist okay. Dann haben wir jetzt erstmal hier einen Abzweig gebaut. Was auch gar nicht so schlecht ist. Können wir eigentlich hier hinten dran? Sag mal.
Oh, wir können auch direkt einen Tunnel bauen. Ha. Noch nicht gewusst, aber auch was Sinnvolles zu wissen. Wir haben 1 Million minus 800.000. Das schaffen wir. Oder auch nicht. Kommt Autos. Ich weiß doch, ihr wollt alle diese ultra geile... Ich habe euch super Platz gemacht. Wegstrecke helfen, nehmen. Weil ihr seht, ja, das geht schneller. Weil ihr wisst, das geht schneller. Tschüss. Jetzt bist du außen rum. Es tut mir leid, aber es geht nicht immer alles nach eurem Geschmack. Ja. So, ja, hier fehlt noch die Connection. Gut, jetzt wollen erstmal alle Autofahrer raus, das ist klar. Ah, schade, okay. Wir machen auf jeden Fall Plus, dann schmeißen wir hier. Erstmal von denen war das hier. Ja, dann müssen wir da mal ein paar runterschmeißen. Und da unten. Die aufgrund der Kosten, ja, es geht. So, wenn ich jetzt hier das haben will, auch nicht möglich. Boah, 7 Millionen, Alter. Ja, das ist super. Wie kann denn die Mirage? 23. 23, nehmen wir die doch mal auf der 4. Dann sagen wir hier mal kurz, hey! Bitte mach das mal. Dann nehmen wir hier auch die Mirage. Wenn nicht, können wir da ja immer noch was ändern. So, der ist durch. Ja, auf der 5 fehlt gerade so ein bisschen Geld. So. Hier das auch noch irgendwas? Neues Fahrzeug. Oh, neue Jumbo. Nice. So, 119. Alter, irgendwie wird das hier nichts, ne? Also ich meine jetzt hier von den Zuggrößen und sowas. Warte mal, jetzt rüsten wir gleich nochmal die ganzen Züge um. So. Erstmal nochmal ein bisschen Gewinn machen, indem wir die ganzen Sachen hier zurückzahlen. Ja.
kurz mal rausnehmen, die Z1 hier als Fahrzeugersatz. Und das ist halt die Frage. Nehmen wir gleich die? Wahrscheinlich, ne? 40.000 für wie viel km? 20 km/h. Kann natürlich auch das sein, dass wir hier sagen, EO läuft. 60, 80, 100, 120, 150. 160 Leute. 18 pro Zug. Ich wollte mich doch nicht verarschen, oder? 18 verdammte Millionen pro Zug? Alter. Millionen, ey, für so einen Scheiß. Hier verkaufen wir kurz mal alle. Weil das ist noch nicht die optimale Lösung, die wir da haben. So. So, hier stehen auch wieder genug zwischen. Genau, hier kommen sie auch mal ein bisschen darüber jetzt. Gott. So, wenn wir den Kredit zurückbezahlt haben, haben wir nämlich den Spielraum, hier zu sagen, ich hätte gerne nochmal einen Zug. Und zwar einen von den neuen. Für 18,1 Millionen. Was überhaupt nicht. Nein, das ist nicht übertrieben. Nein. Okay, wir haben dasselbe Problem nur verlagert. Das heißt, wir machen dann für die Stadt da noch einen Abzweig hier, sobald wir Geld haben. Was? Ich hatte nur noch Geld, als ich hier bestätigt habe, oder? Blöd. So. So, dann können wir das hier kurz auch mal terminieren. Dann rüsten wir das hier nämlich auch gleich mal so ein bisschen um. Und sagen wir nämlich, hey, ihr habt wohl eine Möglichkeit, hier irgendwie drauf zu kommen. Müsst ihr nur anders nutzen. Also die Möglichkeit anders nutzen. So. Ich hoffe, dass jetzt diesen Abzweig trotzdem noch einige benutzen, weil hat ja doch ein bisschen Geld gekostet. Gut, was wir hier noch machen könnten, wäre das schnell auf die auf das hier umzurüsten. Weil wir dann nämlich hier das Ganze so optimiert haben, dass die Leute sehen, ey, das ist ja viel schneller als das jetzige. Wir fahren außen lang. Bau nicht möglich. Was? War doch baumöglich. Na, das wäre so echt das Geile, wenn die jetzt sagen, hey, guck mal, ist ja viel schneller, als wenn ich den Scheiß da benutze. Wir fahren außen rum. Und hier machen wir dann einfach elektrisch, ja. So, das ist auch noch okay vom Preis, das auch. Nur diese kleine Zwischenstraße will ich da nicht upgraden. Also es ist in dem Fall nicht wirklich lohnt. Aber da 7... Ne, wie viel Millionen? 4 Millionen knapp aus oder über 4 Millionen ausgeben dürfen. Nee, da rüsten wir dann lieber einmal generell um. Dann machen wir jetzt erstmal das. Und dann hat sich's hier auch. So, was wir dann hier auch machen können ist,
Wow. Ja, das alles mal hier umzubauen. Dann haben wir das hier fertig. Schaut euch mal an hier, Alter. Die Busse, die sind hier immer noch voll. Haben wir eigentlich mal neue bekommen? Ja. So, dann rüsten wir die einmal kurz um. Wir wollen ja hier dann langsam doch mal die Leute loswerden, die auf die Busse warten. Na, zack, fertig. Zack, mehr Gewinn in einem Zug ist auch geil für uns. Wie viel Schulden haben wir jetzt hier noch? Noch 3 Millionen als Darlehen. Das ist aber noch okay. 2,5. Was wir dann machen könnten, wäre dann auch hier die neue Mirage einzusetzen. Aber dann endlich mal hier sehen, jo, das ist in Ordnung, das will ich auch so. Und dann müssen wir auch gleich mal in der Mauer mit der Folge. Neues Fahrzeug, bitte nicht im Bus. Damn! Ist das ein... Oh, 103. Wartet mal. So, wo ist... erstmal die hier noch verkaufen. Da, Linie. Fahrzeugersatz. Was kostet 103? 16 Millionen. Okay, die fährt auch 200, aber... Holy shit! Ist natürlich schon cool, wenn wir so viel dann langsam mit der Zeit aufrüsten, ne? Oh, hier hinten staut sich's. So. Staut sich nur noch an den Ecken, wo es rumgeht. Jawohl. Perfekt. So, 4,5 Millionen. 300.000 da auch nochmal Gewinn gemacht. Okay, wir machen gar nicht so schlecht Gewinn. Muss man sagen. Teilweise 30 Millionen. Klar, durch Ausgaben und neue Fahrzeuge minimiert sich das, weil so 10 Millionen rund im Dreh haben wir. Das ist geil. Das heißt, bevor wir die nächste Stadt hier an... Aha, was ist denn hier los? Holla, die Waldfee. Bevor wir da irgendwie was weitermachen, müssen wir sehr schnell nochmal neue Bahnhöfe bauen und somit neue Linien erschaffen. 240 Highspeed, yes, second connection, yes. Wie sieht's denn hier aus? Was kostet... Oh, puh, kostet da doch schon so ein bisschen. Hier wär's dann doch mal mit 320 gleich. Obwohl, eigentlich müsste ich den da oben richtig ausbauen. Jetzt sagen wir zum Beispiel hier, oh, machen wir hier nochmal so einen kleinen Bahnhof rein. Und dann sagen wir dasselbe hier hinten auch noch. Hä? Sagen wir dasselbe meinetwegen hier hinten auch nochmal. Oh, ist okay. Dann können wir nämlich hier straight runter arbeiten. Und dann machen wir da auch mehr als einen Bahnhof hin, dass die Leute sich halt ordentlich verteilen. Ja. So, das wäre dann auch das Ideale hier durch. Aber wir fangen schon mal an mit den Vorbereitungen für noch eine Linie. Erstmal wollte ich ja einen neuen Zug, aber den setzen wir mal auf der Prio-Liste nach hinten. Dann machen wir das hier vorab. Ja, ist nicht angeschlossen, das ist mir doch auch bewusst.
So, wenn ich von dort aus dann weitergehe. Das wäre so das Optimale. Noch ein neues Fahrzeug, neben der Straßenbahn. Oh, die 218. Ja, Hauptverbindung unterbrochen, da gebe ich gerade mal ein bisschen was drauf. Und zwar gar nichts. Dann machen wir nämlich hier als erstes die Verbindung nämlich zu. Wir können dann ja immer noch die Hauptverbindung neu anbauen. Ist ja Gott sei Dank nicht das schlimmste Übel, was wir hier haben. So, sorry. Wir reißen das hier nochmal ab. Ja, und ich hätte schon längst Ende machen sollen, weil wir sind nämlich bei 11 Teilen, das heißt 33 Minuten. In dem Sinne würde ich erstmal sagen, schauen wir uns das Rest einfach in der nächsten Folge an, den wir hier noch machen müssen. Von daher, wir sehen uns dann erstmal morgen wieder. Bis dann auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.